Herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge. Und ja, heute versuche ich mal ganz was Verrücktes, denn ich nehme diese Podcast-Folge auf, während hier alle zu Hause sind. Und ich hoffe, es wird nicht zu unruhig sein im Umfeld. Also falls du mal von irgendwoher ein Brüllen, ein Schreien oder sonst was hörst, dann könnten das die spielenden Kinder sein. Oder aber der Vater, der irgendwelches Schlimmeres verhindern möchte. Ne? Aber wir wollen mal hoffen, dass alles so ruhig und friedlich läuft. Und so war es eigentlich auch schon den ganzen Morgen. Und deswegen habe ich mich einfach mal getraut, mich hier hinzusetzen. So, aber das willst du ja alles gar nicht wissen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn heute soll es um ein Thema gehen, was offensichtlich wieder viele interessiert. Nämlich darum, was ist denn jetzt eigentlich der Grund dafür, warum es so schwer ist, in die Hocke zu kommen. Ich habe am letzten Sonntag ein Video für euch bei YouTube veröffentlicht und ja, da kannst du halt, da ging es halt darum, wie man ganz elegant auf seine Matte zum Sitzen kommt und wie man elegant wieder nach oben kommt. Ne? Denn wir wollen ja auch nicht ewig da unten sitzen bleiben. Und da habe ich dann so ein paar Möglichkeiten gezeigt. Vielleicht möchtest du dir das im Anschluss an die Folge ja noch anhören. Naja, und dann schrieben mir Frauen darunter, ja, das ist ja alles ganz toll hier mit der Hocke, aber ich komme überhaupt nicht in die Hocke. Und deswegen möchte ich mit dir heute drei Gründe besprechen, warum das sein kann, dass du nicht in die Hocke kommst, weil sofort auch die Frage kam, kann ich das denn auch irgendwann wieder schaffen? Und die Antwort ist wie so oft im Leben, kann sein. Ich kann es nicht zu 100% sagen und ich werde dir auch gleich, wenn wir auf die drei Punkte, die drei Knackpunkte sozusagen kommen, wirst du auch wissen, na, warum kann es dann vielleicht sein, dass es bei mir mit der tiefen Hocke einfach schwierig wird. Wichtiger Hinweis vorab, ich richte mich hier immer mit all meinen Tipps an gesunde Menschen. Wenn du Vorerkrankungen am Muskel- oder Skelettapparat hast, dann kläre bitte immer mit einem Arzt oder Therapeuten ab, was bei dir los ist, was du machen kannst, was du nicht machen kannst und vor allen Dingen halt auch, ja, vielleicht kann dir dein Arzt oder Therapeut auch sagen, wo vielleicht jetzt Einschränkungen vorliegen, du kannst gewisse Dinge nicht, bevor du immer denkst, ja, ich habe noch die Hoffnung, ich habe noch die Hoffnung, aber vielleicht ist das gar nicht möglich. Und kommen wir vielleicht mal zum ersten Punkt. Du brauchst, um in die tiefe Hocke zu kommen, eine gewisse Flexibilität natürlich in den Gelenken. Sprich, du brauchst eine Flexibilität hier oben im Hüftbereich, du brauchst in den Knien eine gewisse Flexibilität und du brauchst im Sprunggelenk eine gewisse Flexibilität. Und auf diese drei Bereiche gehe ich heute noch ein bisschen genauer ein. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, also immer mit meinem laienhaften Yogalehrerverstand versuche ich das für dich so ein bisschen zu durchleuchten, als jemand, der nämlich früher auch nicht in die tiefe Hocke gekommen ist, weil ich ganz, ganz schlimme Knieprobleme tatsächlich hatte. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Da geht es, ich glaube, ich habe das Knierettung genannt. Nicht, weil ich damit andere Knie retten will, sondern weil ich darin beschreibe, wie ich es geschafft habe, einfach ja, keine Knieprobleme mehr zu haben. Kannst du dir, ich packe einfach vielleicht mal den Link hier unten in die Shownotes, falls du dir das angucken möchtest. Naja, auf jeden Fall bin ich auch nicht in die tiefe Hocke gekommen. Das schon mit Anfang 20 nicht mehr. Also von da an kenne ich dieses Problem nur zu gut. Und wir können auf jeden Fall etwas tun. Wir können trainieren. Wir können unsere Muskelbänder und Sehnen dehnen und können dadurch beweglicher werden. Wir können unsere Muskeln stärken und können dadurch beweglicher werden. Aber was wir nicht machen können, wir können nichts an unseren Gelenken ändern. Ja, Gelenke können nicht gelenkiger werden. Das ist vielleicht deswegen auch total missverständlich, dass man immer von Gelenkigkeit spricht, weil die Gelenke, die werden einfach nicht gelenkiger. Ja, und wenn man wenn die Gelenke eine bestimmte Position zueinander haben, dann kann es sein, dass gewisse Bewegungen einfach für dich nicht möglich sind. Deswegen vorhin die Frage, geht das denn für mich auf jeden Fall? Kann ich das auf jeden Fall erlernen? Das kann ich dir nicht hundertprozentig sagen. Aber ich kann dir heute sagen, welche drei Dinge du tun kannst, um zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder in die tiefe Hocke kommst, ein bisschen neuer zu verbessern, wenn nicht sogar sehr zu verbessern, wenn nicht sogar es dann irgendwann auch zu schaffen. Und ich fange einfach mal von oben nach unten an, wenn wir jetzt vom Stehen in die Hocke runtergehen und fange einfach mal hier oben an, im Hüftbereich. Und da habe ich auch schon tausendmal was zu auf diesem Kanal gepostet. Es ist der Sehnenmuskel, der Psoas,
der Hüftbeuger, wenn der verkürzt ist, und das ist der ganz oft vom vielen Sitzen, dann wird es dir schwer fallen, in die Hocke oder gar in die tiefe Hocke zu kommen, weil du brauchst die Beweglichkeit hier in dem Bereich. Das heißt, wichtig ist es, den Hüftbeuger, den Psoas zu dehnen, aber auch auf der anderen Seite zu stärken. Und auch da, ich verweise jetzt leider Gottes immer wieder auf den YouTube-Kanal, aber da gibt es einige Videos zu, wobei ich mir überlegt habe, dass ich vielleicht die Tipps von heute nochmal in einer extra Übungs-YouTube-Folge packen werde. Die wird dann auch in den nächsten Wochen nochmal kommen. Also, Kanal auf jeden Fall abonnieren, wenn du das nicht verpassen möchtest. Und den Seelenmuskel dehnen und stärken, ganz, ganz wichtig, um Flexibilität in der Hüfte zu bekommen. Aber was wir auch brauchen, sind die Oberschenkel, starke Oberschenkelmuskeln. Gerade hier die vorderen Oberschenkelmuskeln, wenn du hier über die Oberschenkel mal so drüber streichst, dieser dicke Muskel, der Muskel muss Kraft haben, damit du nach unten kommen kannst. Und Gleiches gilt natürlich auch für die Muskulatur im Wadenbereich. Also auch hier brauchen wir die Dehnbarkeit der Muskeln im Wadenbereich, und wir brauchen auf jeden Fall Flexibilität in den Sprunggelenken. So, was kannst du jetzt machen, um die Oberschenkelmuskeln hier zu stärken? Zum Beispiel den Stuhl ist eine Yoga-Position, die hilft, die Muskeln zu stärken, oder aber auch die Heldin ist eine Yoga-Übung, die hilft, die Oberschenkelmuskulatur zu stärken, oder aber auch die Göttin, wobei die Göttin ist auch schon so ein bisschen herausfordernder. Gibt es auch hier ein Video auf, mein Gott, wie viele Videos habe ich denn eigentlich schon gemacht? 5 Trillionen, ich weiß es gar nicht. Okay, gibt es auf jeden Fall auch schon ein Video zu. Also wenn du möchtest, dann kannst du dir alle diese Übungen auch hier irgendwie zusammensammeln. So. Was gut ist jetzt wiederum für deine Knie und was deine Knie lieben, ist, wenn die Kniesehnen gedehnt werden. Also zum Beispiel in der Stellung des Kindes oder aber auch in der Taube. Gibt es auch wieder Abwandlungsvariationen für Anfänger. Also das sind alles Übungen, die deine Knie mögen. Und je mehr ich spreche, desto mehr merke ich, ich muss, glaube ich, nochmal ein Anleitungsvideo dazu machen. So, das mache ich auf jeden Fall. Für die Sprunggelenke, was kannst du denn jetzt tun für deine Sprunggelenke? Ja, so einfache Übungen, bei denen du deinen Fuß nach vorne und nach hinten gibst, ja? Das sind so Möglichkeiten. Im vorletzten Video habe ich das auch gemacht, um hier etwas zu tun für deine Sprunggelenke. Das kannst du auch wunderbar machen, indem du einfach das Bein ausstreckst, die Zehen zu dir heranziehst und wieder nach vorne gibst. Ja, das gibt's auch. Kannst du ganz einfach machen im Sitzen, den Fuß nach vorne und nach hinten bewegen. Okay, für alle die Podcast-Folge jetzt nicht bei YouTube gucken, ist ein bisschen schwieriger vielleicht. Ja, auf jeden Fall den Fuß zu pointen und zu flexen. Ja, das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Oder auch der Fersensitz ist wunderbar, um hier so ein bisschen Dehnung zu haben. Und dann immer mal wieder auf die Zehenspitzen. Die Füße einfach auch so ein bisschen trainieren. Ja, du kannst auf deiner Matte auf den Zehenspitzen laufen und dann kannst du wieder auf den Fersen laufen. Brauchst du dann ein bisschen auf der Matte, kannst du einfach auf deinem Teppichboden machen und dann immer wieder nach vorne und nach hinten schaukeln und einfach den Fuß hier in Bewegung bringen. Also die Zehen näher Richtung Schienbein zu bringen. Das, was ja passiert, wenn du in die Hocke gehst, ist ja genau das, dass das Schienbein sich den Zehen annähert, und wir brauchen hier einfach die Flexibilität dafür. So, und wenn du diese Sachen regelmäßig tust, ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie viel an, wo ich das jetzt alles so nacheinander runtergesprochen habe, dann wird das aber funktionieren. Das hat bei mir funktioniert, weil es bei mir halt einfach wirklich nur ein Problem von verkürzten Muskeln und Sehnen war. Und wenn es bei dir auch daran liegt, dann wird es irgendwann funktionieren mit der Hocke und vielleicht dann auch irgendwann mit der tiefen Hocke. Aber wenn das einfach nicht geht, weil aus irgendwelchen Gründen geht es halt nicht, dann lass es auch gut sein. Dann ist es halt so. Und dann dürfen wir das auch einfach liebevoll so akzeptieren. Ich weiß, auch ich gebe nicht gerne auf und möchte gerne alles können. Und verstehe das auch total, dass mir jemand sagt, aber das fühlt sich für mich irgendwie so nicht gut an, wenn ich das dann auch nicht kann. Aber es ist auch viel schlimmer für dich,
Wenn du dich deswegen immer so verurteilst, würde ich kann es nicht, ich kann es nicht. Nimm es liebevoll an. Es ist deine Grenze. Du gehst nicht über diese Grenze. Und dann kann man andere Möglichkeiten finden, auch wenn man nicht in die tiefe Hocke kommt, Yoga zu machen. Es gibt so viele andere Yoga-Übungen. Es gibt so viele Möglichkeiten, anders Yoga zu machen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was du im unkomplizierten Yoga-Anfängerinnen-Kurs lernst, nämlich wie du alle Übungen so für dich anpasst, dass sie für dich funktionieren, dass sie für dich gut sind und dass du dich gut dabei fühlst. Und das ist das Allerwichtigste. Nicht, dass wir tief in die tiefe Hocke kommen, ist das Allerwichtigste. Auch wenn man manchmal so den Eindruck hat, wenn man auf den einschlägigen Kanälen so unterwegs ist, sondern das Wichtige ist wirklich, dass du auch deine Grenzen, wenn es sie halt gibt, akzeptierst. Klar, ausprobieren ist da was möglich, aber wenn es halt einfach nicht möglich ist, das liebevoll auch anzunehmen. Und da gut zu dir selber zu sein und liebevoll zu dir selber zu sein. Und ja, das möchte ich jetzt auch mal als Schlusswort, weil ich schon wieder merke, meine Stimme wird schon wieder so ein bisschen, geht schon wieder ein bisschen weg. Die Erkältung ist immer noch nicht ganz abgeklungen. Von da an möchte ich das als Schlusswort jetzt hier mal nutzen. Sei liebevoll zu dir selber. Und ja, ich hoffe, so ein bisschen Antworten gegeben zu haben auf die Fragen, die, wie gesagt, unter der letzten Folge da waren. Hier unten in den Shownotes packe ich nochmal alle möglichen nützlichen Links für dich rein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin, meine Liebe, bleib großartig und wir hören uns. Tschüss.